Als Schriftsteller, als Psycholog, als Darsteller des Menschlichen bin ich der Wahrheit verschworen und auf sie angewiesen. Ich liebe ihren Reiz, wie ich durchdrungen bin von ihrer Würde und von der Verächtlichkeit des Unwahren. Die Illusion ist künstlerisch. Die Lüge ist unerträglich, ästhetisch wie moralisch. Nun aber verlangt der totale Staat, dass man an Lügen glaube. Nicht nur er, das weiß ich. Gelogen wird überall, auch in der liberalen Welt. Das Interesse braucht ideologischen Schmuck. Die Machtpolitik kleidet sich in Messianismus. Und was man Propaganda nennt, hat nirgends viel mit Wahrheit zu tun. Aber nicht das ist es, was ich meine. Ein bisschen Schwindel, selbst viel davon, ist noch nicht Glaube an die Lüge, und zwar an die Lüge als geschichtsbildende Macht. Man darf ja zweifeln, ob die Geschichte die Verwirklicherin der Wahrheit ist. Und dieser Zweifel ist es, der sie einem weitgehend entfremden kann. Den geborenen Historiker lässt er geruhig. Gregorovius in seiner Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, dort, wo er von der Entstehung der christlichen Kirche und ihrer Glaubenssätze, zum Beispiel dem Primat des römischen Bischofs, also von der Durchsetzung der Papstherrschaft handelt, schreibt in voller Gelassenheit den Satz: Wenn nun die Macht einer übrigens ehrwürdigen, auf dem Glauben von Jahrhunderten ruhenden Überlieferung wunderbar erscheint, so erwäge man, dass in jeder gestaltgewinnenden Religion Traditionen und Legenden den Grund für praktische Wirkungen bilden. Sobald sie die Welt anerkannt hat, werden sie in ihr zu Tatsachen. Ein eigentümliches Grauen geht für mich von dem phlegmatischen Satz aus. Wie ist das? Legenden können, wenn die Welt sie anerkennt, zur Wahrheit? Mythen, Märchen, Fälschungen, Lügen zur Grundlage der geschichtlichen Wirklichkeit werden? Ja, es wäre dies das eigentliche und wesentliche Werk der Geschichte? Dann ist sie eine widerwärtige Art von Poesie, die Poesie der Gewalt. Denn alles Wahrwerden des Unwahren ist letzten Endes Gewalt. Genau dies aber, dass die Lüge durch Gewalt zur Wahrheit und zum Fundament des Lebens werden kann, ist es, was der totale Staat der Geschichte abgelernt hat, was er an ihren Kreationen bewundert und womit er seinerseits Geschichte zu machen entschlossen ist. Für ihn ist es nicht die Wahrheit, die selig macht, was auch gar nicht in ihrer Natur liegt, sondern der Glaube macht selig. Der befohlene und erzwungene Glaube an einen allein selig machenden Mythos. Mit einem Wort, der totalitäre Staatsmann ist ein Religionsstifter. Richtiger gesagt, der Stifter eines unfehlbaren, inquisitiven, jede Häresie gewalttätig unterdrückenden und dabei auf Legenden ruhenden Dogmensystems, dem sich die Wahrheit in strenger Askese unterzuordnen hat.
Es ist kein Wunder, dass in unserer eines an sich verzweifelnden Liberalismus eine solche Gründung Erfolg hatte, so viel Schauriges davon ausgeht, für den durch die Kunst an Freiheit gewöhnten, durch sie, in welcher Freiheit vielleicht allein möglich und natürlich ist. Beinahe vom Augenblick ihrer Geburt an war die Freiheit ihrer selbst müde und spähte aus nach neuer Bindung, neuer Einschränkung, nach etwas absolut Ehrfurchtgebietendem, einem zentripetalen Ideen- und Moralsystem. Es stellte sich heraus, dass in der individualistischen Diaspora der Mensch nicht zu leben vermag, dass es in ihr vielleicht gar keine Menschheit geben kann. Nichts ist naiver, als die Freiheit fröhlich moralisierend gegen den Despotismus auszuspielen, denn sie ist ein beängstigendes Problem, beängstigend in dem Maße, dass es sich fragt, ob der Mensch um seiner seelischen und metaphysischen Geborgenheit willen nicht lieber den Schrecken will als die Freiheit. Davon ist im Zauberberg und auch in dem Roman meines Alters, dem Dr. Faustus, viel die Rede. Der heilige Schrecken, die neue Kirche, der neue universelle Bindung bietende Glaube, welcher zu all seinen anderen Verheißungen Befreiung von der Freiheit verheißt, ist gefunden. Das byzantinische Russland, wo es bürgerliche Demokratie nie gegeben hat und Despotie gewohnte Lebensluft ist, schuf ihn. Auf dem Grunde einer durchaus nicht östlichen, sondern der Entwicklung des westlichen Industrialismus entstammenden panökonomischen Welterklärung und Heilslehre von bedingtem Wahrheitsgehalt, errichtete es seine rechtgläubige, angeblich allein selig machende Kirche mit heiligen Büchern, einem sakrosankten Dogmengebäude und allem Zubehör. Da sie zugleich Staat ist, diese Kirche, so treibt sie Machtpolitik. Wen wundert es? Welteroberung ist ein uralter Traum. Und jeder Glaube will die Welt erobern. Auf die Gefahr hin, dass er dabei zum bloßen Mittel der Welteroberung wird. Ich möchte keinen Zweifel lassen, meine Damen und Herren, an meiner Ehrerbietung vor dem meiner Zeit angehörigen historischen Ereignis der russischen Revolution. Sie hat in ihrem Lande längst unmöglich gewordene anachronistische Zustände beendet. Ein zu 90% analphabetisches Volk intellektuell gehoben, das Lebensniveau seiner Massen unendlich menschlicher gestaltet. Sie ist die große soziale Revolution nach der politischen von 1789 und wird wie diese ihre Spuren zurücklassen in allem menschlichen Zusammenleben. Wenn nichts anderes mir Achtung für sie geböte, so wäre es ihre unveränderliche Gegenstellung zum Faschismus italienischer oder deutscher Färbung, dieser rein reaktiven und läppischen Nachäffung des Bolschewismus, einer After-Revolution ohne jede Beziehung zur Idee der Menschheit und ihrer Zukunft. Eine solche Beziehung wird niemand,
der großen russischen Revolution abstreiten. Was ihr das tragische Gepräge verleiht, ist, dass sie sich eben in Russland vollzog und das spezifische Signum russischen Schicksals und Charakters trägt. Durch lange Jahrzehnte haben in dem ungeheuren Lande Autokratie und Revolution einen erbarmungslosen Kampf gegeneinander geführt, einen Kampf mit allen Mitteln. Es gab keinen Terror, den sie verschmähten. In diesem Kampf waren die Sympathien der Demokratie, auch der amerikanischen, stets auf Seiten der Revolution. Denn von ihrem Siege erwartete man ein freies Russland. Frei im Sinne der Demokratie. Das Resultat war anders. Es war russisch. Autokratie und Revolution haben im Ergebnis einander gefunden. Und was uns vor Augen steht, ist die autokratische Revolution, die Revolution im byzantinischen Kleide und als Welterlösungsanspruch, welcher dem westlichen Anspruch auf Weltgewinnung und geistiger wie materieller Weltherrschaft in einem historischen Wettstreit größten Stils gegenübersteht. Dass der Kampf der beiden Imperialismen in dem Augenblick entbrennt oder zu entbrennen droht, wo die Entwicklung der Technik auf einen schwindelnden Gipfel gelangt ist und die Wissenschaft Zerstörungsmittel bereithält, welche die Existenz der Menschheit selbst bedrohen, ist eine finstere Fügung der Geschichte. Denn um die Menschheit und ihr Heil, nicht um ihren Untergang, ist es ja beiden Teilen zu tun. Wer wollte Russland, dem ewigen Russland, die Menschlichkeit absprechen? Eine tiefere gab es nie und nirgends als in der russischen Literatur, der heiligen russischen Literatur, wie ich sie in einer Jugendnovelle genannt habe. Und was den Kommunismus betrifft, der mir fremd ist, der aber tiefe Wurzeln hat im russischen Menschentum, so war es erst gestern, dass die westliche Demokratie, um ihr Leben zu wahren, mit dem russischen Kommunismus zusammenstand im Krieg gegen den Nazifaschismus. Der Glaube herrscht, dass heute die letzten Erinnerungen an dieses Gestern als hochverräterisch ausgetreten werden müssen. Und doch meine ich, dass aus dem Fortbestehen dieser Kampfgemeinschaft, zu dem freilich auf beiden Seiten mehr Weisheit gehört hätte, für die Menschheit Großes und Gutes hätte erwachsen können, während doch keinem sehenden Auge entgeht, dass der gegenwärtige chronische Konfliktzustand auf keinen Fall zu irgendetwas Gutem führen kann. Führt er nicht unversehens zum wirklichen Kriege, dem aussichtslosesten und verzweifeltsten Abenteuer, in das die Menschheit sich je gestürzt hat? Einem Abenteuer, zu dem niemand das Zeichen gäbe, ohne moralisch des Todes zu sein? So hält dieser chronische Konflikt doch auf jeden Fall die Völker nieder, hält sie gebunden in Hass und Furcht, zwingt sie, ihre besten Kräfte im Dienst von Hass und Furcht zu vergeuden, hält alles auf, alles zurück, hindert jeden Fortschritt,
bringt die Menschen intellektuell herunter, lähmt in großen Nationen das Rechtsgefühl, beraubt sie des Verstandes und macht sie durch Narreteien, zu denen Verfolgungswahn und Verfolgungssucht sie verleiten, voreinander lächerlich. Das Bild des heißen Krieges malt niemand sich aus. Dasjenige des chronischen Kalten haben wir vor Augen und sehen, dass er zerstört, was er bewahren will, die Demokratie. Denn sie unterliegt der Versuchung, den Teufel mit Beelzebub auszutreiben und den Faschismus zum Waffengefährten zu nehmen, ihn zu stützen und wieder groß zu ziehen, was man nicht anderwärts in der Welt tun kann, ohne auch bei sich zu Haus seinem Ungeist zu verfallen. Aus der Tiefe der Menschenbrust löst sich heute der Schrei: Friede, um Gottes Willen Friede. Amerika und Russland, diese beiden gutmütigen Riesen, wie viel haben sie doch miteinander gemein, was Hass und Furcht heute gänzlich aus dem Bewusstsein verdrängen wollen. Schon ihre Größe selbst schafft eine Verwandtschaft zwischen ihnen, die Großräumigkeit ihres Daseins, die auch ein besonderes Verhältnis zur Zeit mit sich bringt. Eine gewisse unbekümmerte Großzügigkeit der Zeitbewirtschaftung. Sie haben Zeit, sie nehmen sich Zeit, sie kennen keine Ungeduld. Ich habe noch nie einen ungeduldigen Amerikaner gesehen, noch einen Russen, der die Geduld verlor. Zwischen russischer und amerikanischer Menschlichkeit gibt es viel merkwürdig Verwandtes. Das angeboren demokratisch vor allem. Eine Zutraulichkeit, Offenheit, Unreserviertheit des menschlichen Zusammenlebens, die sich so fühlbar von dem absperrenden Individualismus des französischen oder englischen Charakters unterscheidet. Es ist bekannt, dass die amerikanischen Soldaten sich bei einigen Gelegenheiten, die der Krieg zu Begegnungen mit russischen Kameraden bot, in Iran etwa oder in Deutschland, ausgezeichnet mit ihnen verstanden und vertragen haben. Tatsächlich besser als mit französischen und englischen. Eine gewisse fröhliche Primitivität auf beiden Seiten, im Trinken, im Lieben, in der gesamten Lebenslaune, machte gute Freunde aus ihnen, ohne dass der eine mehr als zwei oder drei Worte von des anderen Sprache verstand. Vanya und Sam oder Jim wollen einander nicht an die Kehle, weil ihre Landesverfassungen divergieren. Die Grundprinzipien der Demokratie divergieren. Freiheit und Gleichheit. Sie widersprechen einander und können nie zu idealer Vereinigung gelangen. Denn Gleichheit trägt in sich die Tyrannei und Freiheit die anarchische Auflösung. Die Aufgabe der Menschheit ist heute, sie eine neue Verbindung eingehen zu lassen, in der sich freilich nicht die Tatsache wird verleugnen können, dass Gerechtigkeit die herrschende Idee der Epoche, ihre Verwirklichung, soweit sie in Menschenkräften steht, eine Angelegenheit des Weltgewissens geworden ist. Die bürgerliche Revolution muss sich ins Ökonomische fortentwickeln, die liberale Demokratie zur sozialen werden. Jeder weiß das im Grunde. Und wenn Goethe gegen das Ende seines Lebens erklärte, jeder vernünftige Mensch sei doch ein gemäßigter Liberaler, so heißt das Wort heute,
Jeder vernünftige Mensch ist ein gemäßigter Sozialist. Nun weiß ich wohl, dass gerade der gemäßigte, der humanistisch gezügelte, der liberale Sozialismus, also die Sozialdemokratie, den totalitären Kommunismus am allerbittersten hasst. Das ist in Amerika nicht anders, als es in Deutschland war. Und doch glaube ich, dass schon die Anerkennung der Notwendigkeit einer sozialen Reform der Freiheit, schon die Abkehr von dem Aberglauben, man müsse überall in der Welt den Sozialismus niederhalten und lieber sich mit dem Faschismus verbünden, als zulassen, dass irgendwo Free Enterprise Schaden nehme. Ich glaube, dass schon dies eine solche Veränderung der Atmosphäre mit sich bringen würde, dass dem russisch-amerikanischen Gegensatz Entscheidendes von seiner Schärfe genommen wäre. Man hat mir gelegentlich nachgesagt, ich müsse immer patriotisch sein. Wenn nicht mehr als Deutscher, so nun also als Amerikaner. Daran mag etwas Wahres sein. Und der patriotische Traum meines Alters ist denn also, Amerika möchte sich zu der moralischen Kühnheit erheben, die seiner Stärke entspricht, und die Initiative ergreifen zu einer universellen Friedenskonferenz, auf der nicht nur dem verderblichen Wettrüsten ein Ende gemacht, sondern im wohlverstandenen nationalen Interesse aller, auch Amerikas und unseres Deutschland auch, der Plan entworfen werden sollte zu einer umfassenden Finanzierung des Friedens, zu einer Konsolidierung aller ökonomischen Kräfte der Völker im Dienst gemeinsamer Verwaltung der Erde und einer Verteilung ihrer Güter, welche schmähliche Armut und Hungersnot von ihrem Angesicht tilgte und Unnotwendiges, von Gott nicht gewolltes, sondern nur vom Menschen verschuldetes Leiden aus der Welt schaffte. Es wäre der humanistische Kommunismus, der dem Inhumanen den Rang abliefe. Und erst wenn Russland eine solche Weltplanung, die Vorbereitung zu einer Gesetz- und Frieden schützenden Weltregierung verschmähte und sich in nationalem Eigensinn davon ausschlösse, erst dann und nur dann wäre bewiesen, was man sehr voreilig als bewiesen ausgibt, dass Russland den Frieden nicht will. Man sagt, es wolle ihn nur aus der Überzeugung, dass für seine Sache die Zeit arbeite. Es mag sein, dass sie das tut, aber sie tut es auch für uns. Und Amerika wird im Vertrauen auf die Zeit Russland nichts nachgeben. Sie sind beide groß und geduldig. Die Zeit arbeitet für uns alle, wenn wir sie gewähren lassen bei ihrem Werk des Ausgleichs und der Aufhebung von Gegensätzen zu höherer Einheit. Und wenn wir sie, der Einzelne und die Völker, erfüllen mit der Arbeit an uns selbst. Die Zeit ist ein kostbares Geschenk, uns gegeben, damit wir in ihr klüger, besser, reifer, vollkommener werden. Sie ist der Friede selbst. Und Krieg ist nichts als das wilde Verschmähen der Zeit, der Ausbruch aus ihr
in sinnlose Ungeduld. Wer 75 Jahre da hier verbracht hat, der weiß etwas von der Gnade der Zeit und ihrer geduldigen Erfüllung. Er hat auch eine gewisse Anhänglichkeit gefasst an diese grüne Erde. Und wenn er, wie bald, hinabsinkt in ihren Schoß, so gönnt er den Menschengeschlechtern, die droben durchs Licht ziehen, dass ihr Los nicht elend sei und die Schmach der Vertierung, sondern Friede und Freude.